So, herzlich willkommen zum 36. Let's Play von Final Fantasy 9. So, und los geht's. Wir müssen jetzt die Teleporter benutzen. Mhm. Und da warten sie auch schon alle. Vivi, müssen wir mal. Vivi und Freya. Wupp. Hilf, ein Geist! Vorhin hieß es doch, die Schwarzmagier sollten den Teleporter benutzen, um nach Alexandria zu gelangen. Gut, dann probieren wir es auch. Genau. Ja. Gut, dann probieren wir das auch. Zack. Und plumps. Batsch. Vivi fällt erstmal wieder hin. Ja, ziemlich rutschig. Und zack. Rein da. Konzentriert euch. Lilly, ich hau dich da raus. Da sind die drei Bläschen, in denen Freya, Vivi und Zidane sind. Wir brechen hier aus. Ist das dein Ernst? Wir können hier nicht einfach herumsitzen und Löcher in die Wand starren. Ja, gut. Naja, das wissen wir schon. Da müssen wir jetzt dagegen drücken. Erst ein bisschen Anlauf nehmen. Und dann, nach einer Zeit, kannst du dann zweimal klicken. Na? Jetzt kann man mir schon zweimal. Und oh. Je mehr Schwung man macht, umso näher kommen wir dann an die Wand rechts. Ja. Und da müssen wir jetzt heran. Viele haben gedacht, dass man immer nur einmal machen kann, aber man kann jetzt zweimal, das geht dann viel schneller. Haben wir auch erst rausgefunden, weil wir da auch ein bisschen erforscht haben, weil unser Stand hier vor ist leider durch einen kleinen Defekt. Weil wir abgemeldet waren und dann die 15 Minuten. Und dann ist es natürlich wurden wir rausgeworfen. Mitten im Kampf. Ja. Und jetzt nichts wie zur Prinzessin. Markus vorher abrüsten. Außer das Schwert. Ja. Die Waffen kann man ja nicht wegnehmen. Anlegen, Markus ablegen. Zipfelmütze, Kristallarmreif und Plattenpanzer klauen. Alles andere ist egal. Ja. Und da will schon die erste. Ja, wir haben vergessen, Polaris anzulegen. Naja, können wir den nächsten Kampf machen. Genau. Ein Polaris haben wir ja von Beatrix kassiert. Ja. Mal gucken, was er ohne abzieht. Sieht man gerade nicht. Ja. Mach du mal Abwehr. Oder klauen, einen von beiden. Ja. 3-3. Boah! Ist ja gar nichts. Man merkt. Also, wenn man die Waffe nicht hat, dann hat man ganz schön das Problem. Aber sowas von. Boah. Da muss das vorhin wohl ein kritischer gewesen sein, wo die erste Alexandria-Soldatin umgefallen ist. Ja. Na, dann wollen wir das mal ändern. Oh, das ist richtig heftig, was wir in den Vor-Let's Play besorgt haben, die Waffe. Da. Ah, von 1635, heftig. Hat man gemerkt. Ja. Gucken, ob wir. Ja, mit dem Häusling konnte er was. Und wir hatten ja auch Kannibal aktiv. Bei Steiner. Das hat nochmal extra gezogen bei den. Ja. Bei den Damen. Ja. Und auch gleich mal anlegen, die Abilis. Ja, Kannibal ist aktiv. Gut. Oh, den Lukas? Das war. Ja, weil. Die hat, glaube ich, einen Effekt, die Waffe. Kann sein, ich weiß nicht. Die 10% mehr KP. Ja. Können wir ihm ruhig geben. Fliegende sind momentan nicht aktiv. Zack. Das sind alles Soldatinnen. Ja. Das waren die 10%, ausnahmsweise. Okay. Na, wir haben sowieso. Wir kriegen Potions sowieso sehr schnell wieder voll. Ja. Daran waren jetzt hier nicht. Ja. Und ich habe mich mal erkundigt, das waren keine High Potions, die das ewige Dunkel hat, sondern Elixiere. Ui. 4 Stück an der Zahl. Und jetzt könnt ihr gleich mal den Unterschied sehen. Naja, Zauber, du ruhig dein Eis haben.
Ja, auf den könnt ihr ruhig drauf ballern, wie ihr wollt. Der sucht sowieso gleich das weil ja. Warp. Ey, warum das immer zensiert ist auf der Seite? Weiß ich auch nicht. Oi. Oha, das ist schlecht für also. Ja. Das gibt wieder 3 bis 4. Nochmal extra. Ja. Nochmal extra Angriff. Batsch. Warm. Oh. 9000. Uiuiui, das hat jetzt hier gezogen. Autsch. Oh. Das war ungesund für sie. Ja. Theoretisch könnte man diese Stelle, wo man gerade ist, sehr gut als Trainierstelle nehmen, weil die Monster hier immer wieder kommen. Aber im Let's Play ja. Wollen wir ja schließlich zeigen, wie es weitergeht und nicht hier hochleveln. Training, das wird machen wir offscreen. Ja. Da hast du nichts gekriegt. Und hier könnte man einfach nur... Hier macht Markus einen Abjang. Ja. Gut, ich mache mich dann mal auf den Weg zum verwunschenen Weißblank retten. Welch Kaltblütigkeit! Nanu, was ist das? Zidane, Fire und Vivi. Nur Quina fehlt. Ah, der kommt aber immer dein Sari wieder. Was treibst du denn hier? Hey Steiner, sind wir in Alexandria? Sehe ich so aus, als hätte ich gerade die Zeit mit dir Fragen und Antwort zu spielen? Ich muss unverzüglich aus diesem Kerker hier ausbrechen und der Prinzessin zu Hilfe eilen. Gut, das reicht mir als Antwort schon. Dann wollen wir mal Lilly befreien gehen. Immer lässt mich dieser Kerl im Regen stehen. Am liebsten würde ich ihn in den Hals. Ey. Ja, ich sehe hier keinen Regen. Alter, bist du eingenickt? Ist dir also egal, wenn Lilly vielleicht gerade umgebracht wird? Naja, wenn er rostet, dann ist auch kein Problem, warum er in Regen steht. Umgebracht! Hört auf, den Brabbelback an die Wand zu malen! Aber das stimmt, Onkel Steiner. Als Königin Brain auf der Roten Rose unterwegs nach Alexandria war, da sagte sie, dass sie Lilly umbringt, wenn sie angekommen sind. Ich hab's mit meinen eigenen Ohren gehört. Ist das denn wirklich wahr, Meister Ender? Ja, und wir haben keine 30 Minuten mehr. Wir müssen Lilly so schnell wie möglich finden. Ja, das geht direkt auf den direkten Weg erstmal. Wo? Wenn das mal nicht Markus ist. Überlass das hier mir und so. Tor runter. Tonk. Die sind erstmal beschäftigt. Besten Dank auch, Markus. Also, ich gehe erstmal zum verwunschenen Wald und befreie Blank und so. Korrekt, du kümmerst dich um Blank, während wir Lilly befreien gehen. Man schlaf unterwegs nicht ein. Allerdings ein bisschen langsam rumgelaufen ist, ja. Ja. Jetzt hast du bemerkt. Trottel. Du gehst ganz normal hier lang und dann. Jetzt wissen wir, welcher Weg das genau ist. Dann war es hier oben. Und die linke Tür. Ja. Oder? Nee, war ja geradeaus. Der Kerker. Ja, und jetzt war erstmal das hier. Beim ersten Let's Play, da hat man nämlich ein bisschen gesucht nach Truhen und so, und aber war nix. Wo bist du nur? Denn hier? Weil hier war nämlich keine Truhe, deswegen muss man jetzt ja nicht mehr gucken. Natürlich ein bisschen herumprobieren. Wow! Vorher habe ich nämlich hier hinten geguckt und so, da ist aber auch nichts. Hey. Es gibt nur zwei Truhen auf diesem Weg und zwar die da. Und dann müssen wir uns mit ein paar bestimmten Trotteln anlegen. Ja. Eine von denen war das zweite Polaris. Ha! Ja. Hast gleich die richtige genommen. Aber wir nehmen auch die mit. Dumm, wenn wir es nicht machen würden, oder? Also derjenige, der die Waffe hier nicht einsammelt, der hat wirklich ein Problem. Ich habe keine Ahnung, wie man sonst Polaris noch herkriegt, wenn man es nicht von Beatrix geklaut kriegt. Ja. Leider kann nur der Schrotthaufen die anlegen und nicht Zidane. Nee. Er kann nur Doppelschwerter und Dolche anlegen. Ja. Also können wir uns bei Sonnen Zeit lassen.
um die Omniritium zu erleichtern? Sind 4 Stück. Insgesamt. 2 von Zorn, 2 von Sonnen. Ja. Ich glaube, die war's. Ja. Unten war nur der Gitter. Was zum? 3 Minuten haben wir gebraucht bis hier runter. Cool. Ja, weil wir nicht gesucht haben. Was wollt ihr hier, frag ich. Stengi funkt ja uns dazwischen. Damit ist jetzt Schluss, sag ich. Wow. Ja, wollt Ärger? Könnte haben. Ja, dann lasst mal ein paar Items mal rüberwachsen, ja? Den roten hattest du komplett ausgeräumt und den linken, da hattest du nur eins von denen. Ja, wir wussten ja nicht, ob wir die komplett ausplündern können, deswegen. Mystery Reif. Ja, erstmal abwehren. Und Vivi sammelt erstmal. Ne, ich würde sagen, Freier, Fafnirs Wind. Macht er doch gerade. Sie. Zack. Na los, gib das zweite her. Dann bist du schon mal fertig. Aber wenn wir alle Items haben will, dann sollten wir noch keinen von den beiden angreifen. Ja. Weil nicht wissen, ob der andere. Die hauen dann ab, wenn einer von denen besiegt ist. Ja. Wenn einer von denen besiegt ist, haut der andere ab. Ja, beides gekriegt. So. Und jetzt zu dem blauen Mann. Partisane. Oh, das Wertvolle hat er noch. Flare Power. Die Sternenroute. Ja. Als Nachfrischung. Auffrischung meinst. Ja, macht mal. Mini-Flare. Ich kann mal einen Mega-Flare überwachsen lassen. Den haben wir gerade nicht. Ja. Der das macht. Fehlgeschlagen. Aber er hat und genau hier ist das Spiel mit stehen geblieben. Ja, irgendwann nach einer Weile. Ja. Hat es einen Abjahr gemacht. Sammeln. Nach diesem Let's Play muss ich wieso nochmal eine Einstellung machen? Hä? Bei Corsa Turbo gestern hier. Ja, wir haben alles. Hast du dich da eine Route? Ja. Alles klar. Bei Corsa Turbo hat mich die Konsole zu seiner Hauptkonsole gemacht. Und deswegen müssen wir zurückwechseln. Hm. Sonst meldet die sich wieder ab. Hm. Ja, bleibt erstmal. Man sollte es aber immer nehmen. Zur Sicherheit. Du Heurer. Nimm das. Grill. Puh. Mann, war das heiß. Auf den Arsch gefallen. Und dank Polaris macht selbst der Schrotthaufen ordentlich Schaden. Also ich glaube auch die fallen unter Humanoide. Diese Narren. Ja. Oh, jetzt gibt's Ärger. Feuerer-Klinge. Ja. Feuer und Eis. Puh. Gefrierbrand. Ja. Boah, das hat auch gezwiebelt. Ich hau ab. Ja, war auch so. Also wenn man die nicht beklaut, hat man ein Problem. Wenn man die Feuer traktiert. Jetzt habt ihr das nämlich gesehen. Verdammter Mist, das vergessen wir euch nie, sag ich. Aber Prinzessin Garnet hat ihre Aufgabe bereits erfüllt, sag ich. Das geschieht euch allen recht, sag ich. Das geschieht euch allen recht, sag ich. Hört Männer, haut ja bloß ab und kommt nie wieder. Aber leider kommen sie wieder. Ja, in fusionierter Form. Als Kogemini. Komm schon, schlag die Augen auf. Lilly. Kommen wir zu spät? Lilly? Prinzessin? Es ist alles meine Schuld. Prinzessin, bitte vergebt mir. Nee, sie lebt noch. Ich habe alles Ritter auf ganze Linie versagt. Hätte ich doch auf Mutter gehört und wäre Bäcker geworden. Diese Schande kann ich nicht leben. Noch atmet sie. Ja, ich weiß. Freier, wir müssen hier schnell raus. Lady, du wirst wieder gesund. Dafür sorge ich.
So, wir müssen gleich mal das Let's Play abbrechen. Wegen diesem Flackering. Ja. Musst du kurz gegen das Mikro kommen, weil bei uns ja gerade der Fernseher flackert. Das ist nicht so toll. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Freundschaft. Puh, von dem vielen Gelaufen kriege ich bald noch Blasen an Füßen und so. Verdammt nochmal, Markus, raff dich ja auch für Blank und so. Ah! Puh, Markus, hoch mit dir, schlapp machen ist nicht und so. Und dann bricht das jetzt erstmal ab. So, dann hören wir erstmal auf und sehen uns dann das nächste Mal wieder. Genau, und ciao. Tschüss.